1992 als Familienfest für Dampffreunde geplant, wurde das Flensburger Dampfrundum schnell zu einem Großereignis. Selbstfahrende und stationäre Modelle erfreuen sich einer ebensolchen Beliebtheit wie die großen Vorbilder. Natürlich funktionieren sie auch so. Hier greift ein Dampfmodell eine Häckselmaschine an. Sind in deutschen Gewässern nur noch 45 Stück zu Hause. Dampfboote, auch Steam Launches genannt, wurden Mitte des letzten Jahrhunderts in England gefunden. In Deutschland hat sich diese Schiffsgattung nie richtig durchgesetzt. Deshalb sind die meisten Boote aus verschiedenen Teilen zusammengebaut. Am Harness Kai hat die Scharhörn festgemacht. Dieser 1908 gebaute Dampfer war ursprünglich die inoffizielle Hamburger Senatsjacht. Zum guten Ton gehört die Begrüßung per Hubsignal. Die Scharhörn zählt heute zu den elegantesten Museumsdampfern unter deutscher Flagge. Gemächlich duckert die Maschine des Dampfbootes dahin. Kein Vibrieren ist zu spüren. Übrigens, Dampfboote dürfen mit dem normalen Sportbootführerschein gefahren werden. Dieses Boot benötigt 2 Zentner Kohle pro Tag. Und so heißt es erstmal Kohle bunkern. Die schwimmenden Dampf-Oldtimer bereiten auch Landratten großes Vergnügen. Gemäß dem Flensburger Motto, Technik zum Anfassen, konnte auf allen Schiffen mitgefahren werden. Ortswechsel, Flugplatz Flensburg-Schäferhaus. Mit der guten alten Tante Ju geht wir in die Luft. 200 Mal kostet ein 20-minütiger Rundflug über den Flensburger Hafen. Nicht nur für Nostalgiker ist dieser Flug ein Erlebnis. 16 Passagiere finden in der Ju-52 Platz. Eine Reisegeschwindigkeit von ca. 200 Stundenkilometern verbraucht das gute Stück 420 Liter Sprit in der Stunde. Nach diesem luftigen Rundum geht's nun schnell wieder zurück zum Dampfen. Hier bei den rollenden Dampfmaschinen sieht man die Technik noch. Ihre korrekte Bezeichnung ist Lokomobil. Eines der bekanntesten Lokomobiltypen ist die Dampfwalze. Diese Zettelmeile. Letzter Check, bevor das Bombenschwere Ungetüm Richtung Harness Kai rollt. Erst 1942 wurde sie gebaut und war noch bis in die 60er Jahre hinein in Flensburg im Einsatz. Nachdem ihr Kessel 20 Jahre kalt geblieben war, wurde sie wieder betriebsfähig aufgearbeitet und gehört heute dem hiesigen Verein für Technikgeschichte. Wie kommt es denn zu so einem großen Festival? Das Ganze hat eine gewaltige Eigendynamik bekommen, schon beim ersten Mal. Aus dem kleinen Stelldichein wurde beim ersten Mal schon eine Großveranstaltung, ganz alleine mit 100.000 Besuchern. Und diversen Gästen auch noch weiter her. Und nun ist das dritte Mal. Beim dritten Mal ist es halt doch schon recht gewaltig, ja. Kein
kein Wunder, denn für genügend Abwechslung ist gesorgt. Wie die Dampfmaschine wurden auch die Lokomobile in England erfunden. Dieses Exemplar hier ist ein wahrer Augenschmaus. Bevor es sich auf dem Festgelände zur Schau stellt, muss es mächtig Wasser fassen. Die wechselvolle Geschichte dieses Lokomobils erzählt uns sein stolzer Besitzer. Das ist eine Straßenlokomotive. Die wird nur gefahren mit zwei Leuten. Das ist nicht zugelassen mit Ein-Mann-Besatzung. Ne? Und diese Maschine ist gebaut worden in 1917 für die russische Armee. Aber niemals abgeliefert. Diese Maschine ist in England gebaut, von der Firma Fowler. Und Fowler war ja bange, er bekommt sein Geld nicht von den Kommunisten. Ne? Und ich denke, der hatte recht. Damals. So, die Maschine ist in England geblieben und übernommen von der englischen Armee. Ist eingesetzt worden am Westfront, in Belgien und Frankreich. Und später im Zweiten Weltkrieg ist er nach Gibraltar gegangen, hat da die Kanonen mit dem Seilwinde hier rauf geseilt, nach oben und dann in die Galerien, auch mit dem Seilwinde. Und da ist er geblieben bis 1960. Nachher ist er zum Scotthändler gegangen. Davon habe ich die Maschine gekauft. Diese Straßenlokomotive war ursprünglich also ein rein militärisches Arbeitsgerät. Die englische Armee versetzte damit schwere Geschütze. 17 Tonnen bringt die Windrush auf die Waage. Vom Festgelände aus fährt noch ein historischer Dampfzug. Betrieben wird dieser Zug von den Freunden des Schienenverkehrs Flensburg. Seine Hausstrecke führt von Kappeln an der Schleif bis in 14 Kilometer entfernte Wiederbarup, die nördlichste Museumsbahn Deutschlands. Die Tenderlok S1 mit der Betriebsnummer 1916 wurde 1952 für die schwedischen Staatsbahnen gebaut und dort im leichten Personenverkehr eingesetzt. Wurde die Schwedin nach Deutschland überführt. Seitdem schnauft sie während des Sommers alle 14 Tage. Eine kleine Pause zwischendurch. Leinen los, heißt es nun auf der St. Erik, dem größten Dampfer auf dem Flensburger Dampftreffen. Die St. Erik lief 1915 vom Stapel. Sie ist Schwedens erster Hochsee-Eisbrecher. In Stockholm wurde sie eingesetzt, um im Winter die Fahrrinne durch die Schären offen zu halten. Zwei dreizylindrige Dampfmaschinen mit insgesamt 4000 PS bringen diesen Koloss in Fahrt. Ursprünglich wurden die Kessel mit Kohle gefeuert. Aufgrund des enorm hohen Verbrauchs von fast 90 Tonnen pro Tag wurde die Feuerung 1958 auf Öl umgestellt. Der Verbrauch liegt nun bei rund 1000 Liter Öl pro Stunde. Wegen der hohen Betriebskosten ist die St. Erik nur noch selten unterwegs. Ihr Heimathafen ist heute wiedermals Stockholm. Das dritte Flensburger Dampfrundum war ein gelungenes Dampfspektakel.